Fall. Arf! Das hat Pucci eingesprochen. Boris. What the fuck? Boris A. Boris und die anderen Drachen haben in den Bergen. Wie aussieht, ja. Und wie ich in den Bergen hab. Geile Vorgeschichte. Boris und die anderen Drachen haben in den Bergen Hände. Ich hoffe. Weißt du, was das Geilste wäre? Weißt du, was das Allergeilste wäre? Wenn das hier, das Spiel wäre Boris und Luigi. Was ist denn das für eine Grafik, ey? Ja, ich bin ganz schön langer Boris. Der lange Lörris und der lange Boris. Genau, die beiden Drachen, die heißen Boris und Lörris. Oh, Scheiße! Oh nein! Was ist das hier? Samurai Ninja Turtle. Samurai Ninja Ganon. What the fuck ist hier los? Ein Herz für Boris. Die Musik muss ich aber ein bisschen lauter machen, die ist bei Boris irgendwie ziemlich leise. Kann ich schon loslegen, oder? Wenn du jetzt Doris heißt, dann sind das 1A die Eltern von Caillou, die heißen nämlich auch Boris und Doris. Sag mir, wenn du deine Musik lauter hast. Ja, und die sehen nicht nur aus wie Geschwister, die sind's dann wahrscheinlich sogar auch. Moris? Boris und Moris. Was ist denn? Was hast du denn da für einen Scheiß ausgesucht? Das ist voll geil. Das ist so, als wenn man sein Kind Chris nennt, ja, und dann sind das aber Zwillinge und dann nennst du das zweite Pris oder so. Chris und Pris. Ja, Chris und Schiss heißen die dann. Da ist. Hey, die sind hinter Tag yourself, ich bin Schiss. Oh, ich bin doch schon Schiss. Den spielen wir jetzt, Chris. Echt jetzt? Hoffe, du bist zufrieden damit. Nein. Ich will mir. Vor allem, die Level haben nicht mal Namen. Die heißen 1-1. Immerhin ist Pucci unten rechts noch original. Boris und Boris. Guck mal, wenn er nach oben guckt, dann sieht das so aus wie ein Aschenbecher. Boris, ey. Und ich weiß, dass man es wahrscheinlich Morris spricht, aber nein, das sind Boris und Morris. Ich finde das Ding hier geil. Woo. Boris und Morris. Ey, mein hieß ja nicht Kloschiss. Das wäre ein bisschen. Das wäre ein bisschen zu heftig gewesen. Vorsicht, der wieder oben. Wie der aussieht. Oh du Scheiße, ich komme zu spät zur Drachentagung. Oh. Oh nein. Guck mal, eine Kerze. Das ist jetzt cool. Irgendwie. Ich werd Feuerwehrmann. Bis jetzt kriegst du. Wenn er braun werden würde, hätte ich gesagt, ich werd Feuerwehrmacht. Ich will Feuerwehrmann werden, mal 2 Uhr. Das passiert, wenn du gegen deine natürlichen Instinkte ankämpfst, Chris. Das geht nicht. Mal 2 Uhr. Das Schlimme ist ja, wir haben ja eigentlich echt nur geplant, den einen Mario Hack hier zu machen, den wir vorher hatten. Aber der Titel heißt ja schon Mario Hacks. Also Boris und Moritz. Das ist wie Action Hi, 52. Hi, Becky. Passend zum Thema, ich habe noch 69% Hendu-Akku. Hendu-Akku-Akku. Ich bin seit 4 Uhr wach. Hey, Moment. Bist halt nicht fett genug, Chris. Ja, Betrug. Vergiss nicht, in jedem Betrug steckt auch der Tru drin. Ich geh mal hier lang. Tschüss. Pass auf das Ninja Turtle auf. Der kleine Cooper daneben sagt, wenn ich mal groß bin, werde ich das da auf dem Stein. So, mal schauen, ob wir jetzt mal hier endlich mal drüber kommen. Ja, ich hab's geschafft. Das ist wie die 5%-Hürde. Da kommst du einfach nicht drüber, wenn du die SPD bist. Ja, eher die FDP, ne? Nee, die FDP hat inzwischen ganz schön zugelegt. Die SDP nimmt ab. Vor allem die SDP, ja. Die SDP. Das ist eine geile Band. Ja! Der! Den darfst du nicht töten! Schon passiert. Direkt D-Abo! Die sind aus Zelda. Der Handy-Akku-Akku sagt, Bulbuga, lad mal deinen scheiß Akku auf. Handy-Akku.
Ja, und wenn es 3 Stunden am Akku lässt, dann fängt es an, so, und dann fangen die Bongo-Trommeln an. Und dann schmilzt das Handy einfach durch den Fußboden durch. Und da holst du alle Gems. Hier? Der Mola, der holt nämlich alle Gems bei Crash Bandicoot. Der muss da nicht backtracken für die bunten Gems. Nee, nee. Der Kerze. Mola, der holt die alle direkt. Das ist eine Kerze. Das ist keine Kerze. Du nicht neben Kerze, Chris. Du nicht neben Kerze, ich will hoch. Geh jetzt mal weg. Weißt du, ich sag ja immer, ich bin immer gierig, ne? Aber der Chris... Ach du Scheiße, was bist du jetzt, Spyro für Arme? Ich bin Spyro. Du bist Spyklo. Pass mal auf, Spyro! Mach mir keinen Unfug! Was ist viel Unfug? Was ist das Grüne da? Dracheneier. Die musst du jetzt holen. Das könnte man so als schittiges Spyro-Game verkaufen, ohne Quatsch. Ja, Spyro, die frühen Tage. Ja, Boris und Spyro, das waren Brüder. Spyro hieß früher Moris, jetzt wisst ihr es. Bevor er berühmt wurde. Es betrug der aber. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Ist das ein Springboard oder so ähnlich? Nein, nein, das ist ein Ball. Oh. Okay. Was war denn mit dem los? Ja. Du hättest die Action für die 2 Banane mitnehmen müssen. Ach so. Okay, keine Sorge, Boris regelt das jetzt. Ja, ich habe dir mal hier den scheiß Midway Point mitgenommen. Deswegen heißt der Midway Point, weil du den mitnehmen musst. Den Mitmach-Point. Ist unsere geheime Mitmachsache gewesen, jetzt bist du das endlich. Haben wir auch lange genug... Ja, herzlich. Ich dachte, ich kann da einen Drehsprung drauf machen. Ja, hast du mir falsch gedenkt. Heiß, heißer. Heiß, 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 das ist der geile Scheiß, so. Der heiße Scheißer. Ist aber niedlich, wie er das macht. Also ich finde, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Doch. So. Das spricht der Alkohol aus dir raus. Nimm den grünen Mitmachpunkt mit. Nein, ich will den nicht. Du nimmst den mit. Okay. Ist ein Springboard, kannst du da raufspringen. Ich hab den bloß einfach umsonst mitgenommen. Ah, deswegen heißt das Springboard, weil du damit springen musst. Ja, und jetzt kann ich nämlich hier Toads Tintenfass mitnehmen. Dann krieg ich einen Schnurrbart. Ja, ist ja nicht so, dass man ihn hätte Flügel verpassen können, ne. Nee, den Schnurrbart. Das ist wie bei mir, mir wächst der Schnurrbart auch auf dem Rücken und nicht vorne. Ja, same. Er braucht natürlich ein Cape. Los, Boris. Nein, wir haben eigentlich nicht viel getrunken. Ich habe noch nicht mal mit meiner ersten 0,3 Liter Flasche fertig. Meine ist leer. Mein Gott. Ja, hattest du die längste Zeit mal ein Cape? Warst du die längste Zeit ein Superheld? Vorsicht, das ist Betrug. Ich bin Kerzengründer. Hast schon ganz schön einen Docht. Ach, das heißt Springboard, weil man das nur im Frühling findet. Mensch, nimm die goldene Mitmachbanane. Ach du Scheiße! Der hat mich reingelegt! Ob das heute noch was wird? Ich glaube, wir schaffen das erste Level nicht. Kann ich dir dafür, dass du so ein scheiß Plagiat-Boris bist? Was ist ein Boris überhaupt für ein Name? Schau dir mal das S an. Wie es wäre das, was Besonderes. Das ist so eine kleine Schlange. Das S steht für Schlange. Ach so. Mit du weißt Spyro. Ja, was man sagt. Du ich weißt ja, was Spyro. Man sagt. Das D in Moris steht für Drache. Ich dachte, es steht für Depp. Ja. Was war da oben drin? Nichts. Wetten, da ist jetzt nur ein Pilz drin? Ja, ist es auch nur. Geh weiter. Nein, ich will den Pilz haben. Der geh an den Kühlschrank und mach dir Neues auf, aber... Geiles Tintenfässchen. Na, immerhin ein Pilz. Los jetzt, Moritz. Schlüpfer hoch, Weizen. Du bist pass auf, Moritz. Einfach nach rechts durchziehen jetzt. Moritz! Macht er nicht. Ist ein Spinner, macht er nicht. Moritz, jetzt. Was will er denn hier eigentlich? Sterben. Ist verboten, da. Jetzt, das ist wie in deinen schlimmsten Träumen, dass du nur Unterwäsche an hast. Pech gehabt. Ja. Spaß. Nee, das sind nicht seine schlimmsten Träume, das sind seine besten Träume. Da steht er voll drauf. Pass jetzt auf. Yeah. Yay! Okay. Same. Ja. Dinos finde ich gut! Drachen sind voll geil! Und rauchen. So, Boris, gehen wir mal weiter. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Oh, guck mal, das sieht anders aus als vorher.
Nicht nach Abfall. Ach nee, das ist ja der Hack. Das ist die Stone Tower Musik aus Majora's Mask. Das ist schön. Mhm. Weißt du, er könnte ihn noch anziehen, aber nein. Du musst das mal in Relation zu einem Menschen sehen. Stell dir mal vor. Ich gerade seine Jacke um. Stell dir mal vor, jemand würde seine Jogginghose ausziehen. Und dich gegen kicken. Ja, und die ganze Zeit so auf dich drauf. Ich brauch einen Schlüll. Brauchst du einen Schlüll? Ein Schlüll. Und das ist eine Feder! Ja, und jetzt. Wie er guckt. Naja, in meiner habe ich den Schlüssel. Das könnte eine neue Fernsehserie sein. Die neue Fernsehserie, na, immerhin habe ich den Schlüssel. Mhm. Na, das ist ja geil. Die Lava hätte sich ja wenigstens bewegen können. Nee. Vorsicht, da oben ist Glip. Die ist wie ich am Freitag, die hat auch gar keinen Bock. Da oben ist Glip, Vorsicht. Mensch, ich hab doch gesagt, da ist Glip. Ja, was weiß ich, was du mit Glip meinst. Chris, ich muss mit deinem bayerischen Dialekt mal ein bisschen aufpassen. Ich verstehe da kein Wort. Da ist Glip. Das ist Midway Point. Oh. Einfach bübsch, wie ist denn das? Ich bin ja auch schon auf ein Leben runter, Mensch. Ich auch. Ach nee, scheiße. Da ist Spring. Weißt du, Chris, du hast dir auch schon mal bessere Namen einfallen lassen. Echt? Du brauchst, glaube ich, mehr Bier. Bier? Also eigentlich nicht, aber wir können mal so tun, als ob. Dann denken die Leute, du bist kreativ. Wo kam der denn jetzt gerade her? Vom Jobcenter. Wow, echt klasse, Boris. Bist ein richtig toller. Ach du Scheiße. Puff. Nein, mir geht's Pucci gut. Der Heck ist scheiße. Nee, der ist richtig gut, danke für dein Leben. Moment, ich hatte doch nur ein Leben. Ja, jetzt hast du nur noch ein Leben, richtig. Ich hatte doch... Was? Moment, Freundchen, pass mal auf. Das ist gegen die Regel, du Spinner. Ja, nachher erzählt er uns noch, dass er uns die Zigaretten kaufen soll mit 8 Jahren. Kannst du mal machen? Nö. Er dreht der Huren so um. Was ist passiert? Chris, vielleicht wird der Hack ja noch richtig, richtig gut. Weißt du, da möchtest du Chris Mut machen, dann gibt's direkt Harakiri hier. Chris, du kannst nicht einfach Sudoku beginnen und mich das hier alles machen lassen. Harakiri, was echt Dosoku? Sudoku. Dosoku. Ich habe immer noch einen halben Liter Tiramisu-Eis und ich werde den heute benutzen, ob du das willst und nicht. Moment. Einen halben Liter Tiramisu Reis oder Eis? Ja. Okay. Das Schlimmste ist, glaube ich, der Soundtrack. Weißt du, wenn die wenigstens gute Hintergrundmusik hätten oder gute Level oder gut. Das Team ist geil, aber nicht in dem Hack. Ich finde den Hack gar nicht so schlimm. Doch, ich schon. Du hast aber auch immer was zu meckern, das zählt nicht. Ich bin Augsburg, ich darf das. Augsburger Meckerkiste. Ja. Der Hack ist so scheiße, dass sogar der Chat sprachlos ist. Ja, vielleicht gehen wir auch mal hier hin. Ganz nett haben sie es hier. So, heute falle ich nicht auf diese dummen Yoshi-Coins rein. Was sind das hier eigentlich? Ach so. Sind das Boxhandschuhe? Ah, du kriegst Geld dafür, dass du deine Fresse selbst in so einen Boxhandschuh reinrammst. Oh Gott, ey. Manche Leute würden dafür bezahlen, mich hauen zu dürfen. Zum Beispiel Chris. Mhm. Oh yeah. Schon wieder so ein halber Schnauzbart. Wenn ich 2 davon finde, kann ich mich El Rajore nennen. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich muss mir den ganzen Spaß auf zweimal angucken. Ja, der hat vielleicht mein Leben, aber ich hab sein Haus. Ja! Oh. Yeah! Und Pucci in der Ecke, nur Eier sind voll geil und rauchen auch. Was ist das für eine scheiß Gewinnmusik? Weißt du, in jedem anderen Hängt bist du voll happy. Die Musik. Oh geil, guck mal, gibt's auch noch Secret Exit bei 1-3. Und die 3 ist breiter als... Och, du Scheiße. Weißt du, die Musik, wenn du ein Level schaffst in einem Hack, ist eigentlich auch so richtig... Ja, er ist glücklich. Jetzt. Ah.
Dann kommt diese Emo-Musik hier. Ja, du weißt ja, wie das ist mit dem Magneten. Ne? Wenn der eine falsch rum ist, der Gumm, und der andere andersrum, ach du Scheiße, dann kommen zwei Geister. Wie er hier halt richtig viele 2D-Zelda-Sprites benutzt hat. Echt? Ich dachte, der Geist war aus Mario 2. Nein, der ist auch aus Zelda. Stimmt, der war Mario 2 hat eine längere Zunge. Und der Goomba ist übrigens auch aus Zelda. Es gibt in Link's Awakening einen Goomba. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so Leute so ein bisschen satt, die irgendwie nur eine Spielreihe kennen, nämlich Zelda, und dazu noch eine Buchreihe, nämlich Harry Schnodder. Ist es der Punkt der Jahreszeiten? Ja, aber es gibt halt irgendwie gefühlt wirklich so Leute, die noch nie ein anderes Buch gelesen haben als auch Harry Potter. Jetzt weiß ich übrigens, woher diese Steine kommen, die so blöd gucken. Die sind auch aus dem 2D-Zelda. Geil. Nee, aber pass auf, was ich jetzt sagen wollte. Ja. Es gibt ja wirklich so Leute, das ist dann so, dann passiert irgendwas in der Politik in Amerika oder so, Donald Trump und so, und dann sagen die, ja, oh, dann ist das ja wie Voldemort, ne, und hier dieser Judge Kavanaugh, der da jetzt da irgendwie so böse war, ja, und der, das ist ja wie hier der Magistrat, das ist ja jetzt die neue Umbridge. Es ist schön, wenn du alles mit Harry Potter erklären kannst, da musst du nicht mehr nachdenken im Leben, ne, aber... Ja, und Obama ist vom höchsten Astronomieturm von Snape gestürzt worden, oder? Ja, genau, richtig. Und Snape ist Hillary Clinton. Ja. Okay, Bernie Sanders ist Dumbledore. Und in Wirklichkeit ist Hillary Clinton nämlich hier... Eigentlich Manuel Neuer. So richtig, und ist eigentlich gut und hintergeht Trump, deswegen. Ja, Hillary Clinton ist eigentlich Manuel Neuer und jetzt kommt es nämlich raus, weil die hat nämlich diesmal auch nicht so richtig gut gehalten. Deswegen ist Trump ja auch Präsident geworden und wir nicht Weltmeister. Richtig. Hätten wir mal Obama ins Tor gestellt. Ja. Dann wäre jetzt nicht Frankreich Weltmeister. Nee. Hey, wir fliegen ja richtig durch die Level. Was heißt weißt, hier was wir? Weißt du, das Schlimme ist, du sammelst Leben und ich warte einfach, dass wir Game Over gehen. Nee. Tut mir leid, Chris, du kriegst jetzt eins ab. Nein. Oh, da unten. Guck mal, die haben so getan, als wenn es nur noch ein Level gibt, aber da unten sind noch drei. Scheiße, ich dachte, der Heck ist es vorbei. 1, 2, 3, 1, 4. So, bitte. Ja, danke. Moris. Da darf Moris nochmal. Oh, das sieht anders aus. Jetzt nicht. Nein, mehr. Nicht wirklich. Oh, guck mal. Das sieht aus wie so. Weißt du ganz ehrlich, das sieht ja anders aus wie aus Mario Maker. Ich habe absolut keinen Plan, was ich davon halten soll. Naja. Weißt du, und diese Scheiß. Was ist denn das? Ist das hier eine. Hey, Chris, zu dem, was du eben vorher gesagt hast. Das hat sich Manuel Neuer bei den ganzen Schüssen aufs Tor auch gedacht, diese WM. Ja. Was habe ich gesagt? Du weißt nicht, was du davon halten sollst. Achso, ja. Was sollte das auch für eine Fehde sein? Ist das hier eine getrocknete Bohne oder? Oh, hi. Ist das eine getrocknete Bohne? Nein, das ist ein halber Schnauzbart. Weißt du, guck mal genau hin. Das sind Poochies Lippen. Vergleich mal unten rechts den Poochie und dann vergleich mal da oben. Aber halt tatsächlich nur gespiegelt. Das sind 1A Poochies Lippen. What the fuck? Für diesen Hack mussten Hunde sterben. Diabo. Ja. Direkt reported, Boris. Sieht so aus, als halt... müssten wir hier nochmal rein, wenn wir den Game Switch Palace hätten. Ups. Welchen Game Switch Palace? Ach, schau mal da. Ach, gelber Switch Palace. Tja, die Bohne. Achso, da kommt sie her. Ich brauch Poochies Lippen. Dann kann ich mehr Shit-Talken über den Hack. Hast wohl eine dicke Lippe riskiert, Poochie. Wow, wow. Ja. Sehe ich genauso. Also die Musik, die bringt mich nicht dazu, den Hack spielen zu wollen, sondern mich da irgendwie aus dem Fenster laufen zu wollen. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, du fällst so, dass du dir nur mehrere Knochen brichst und in Halbkoma fällst, aber ins Wachkoma bitte. Und dann setze ich mich an dein Krankenbett, Chris, mach diesen Hack an und spiel den schön. Und ich kann nichts machen. Das war wie das eine Mal, als Patte besoffen war und zusammen mit Skylar auf der Couch lag. Und dann haben die so gerufen, ich musste zur Uni. Und die haben mich dann um 22 Uhr oder so gerufen, Tim! Und ich so, ich dachte, es wäre was passiert, ich komme rüber, mach mal einen Kaju-Poop an. Ich hab den Wolfgang Petri Musikmarathon angemacht und den Laptop weiter weggestellt. Verdient. Der Nintendo Game Switch Labo. Was ist denn ja. los? Ich muss aber dazu sagen, den Game Switch Palace haben wir noch nicht. Das wollte ich nicht sagen. Nee, was ich dazu sagen muss, ist. Nintendo. Labo. Ja. Nintendo D-Abo.
Nintendo Labo. Ich habe Nintendo Labo nicht für die Switch. Und ich weiß auch nicht, was das wirklich bringt. Was ist denn eigentlich Nintendo Labo, verdammte Scheiße? Na, das sind so ein paar Stücke Pappe, aus denen du dir Zeug zusammenbasteln kannst. Nintendo Labo! Geht weg! Ich brauch Nintendo Labo Laibo, weißt du. Da kannst du wieder Waifus farmen. Ach so. Echt Geld für Laibo, Waifus? Ja. Nice. Hey, bleib da, kleine Schildkröte, ich brauch dich. Ich dich nicht! Nintendo Labo Ring. Ja, das tiefe Loch war schon ziemlich tief. Kannst du bitte den Heck ausmachen? Nein. Ich will den anderen. Nein. Ich hab mein Voting noch nicht gebraucht. Die Wolken sehen aus wie Panties, also müssen wir das weiterspielen. Mhm. Wenn Nihili das sagt. Gab's da nicht dieses eine Lied über Unterhosen von diesem Anime-Mädchen da? Ah. Dass sie ihre Panties ausziehen, deswegen ist erwachsen ist. Achso, du meinst die sowjetische Nationalhymne. Ach ja, genau. Danke. Oh, ich weiß, das Meme ist tot, aber erinnerst du dich noch, als Gundam Knuckles mit diesem scheiß Panzer reingefahren kam? Was noch, Juju? Oder der eine Gundam Knuckles, der dann so in die Wolken hochgeflogen ist. Ich will dieses Meme. Way of the heaven. Das war das beste Meme dieses Jahr und du kannst mir nichts anderes erzählen. Da kann Bowsett nicht mithalten. Ach ja, was ich vorhin erzählen wollte, das habe ich vorhin schon angefangen. Ich mag ja das Bowsett-Meme und alles, aber was ich scheiße finde, ist, dass Leute das einfach nur nutzen, um irgendeinen Scheiß zu vermenschlichen und vor allem verweiblichen dann in dem Punkt. Und dass die einfach Kraft von der Krone komplett vergessen, was es denn eigentlich macht. Dass einen Peach verwandelt. Richtig, und nicht einfach nur in irgendwas Weibliches. Ja, dazu muss ich sagen, ich finde das ziemlich geil, dass Poochie jetzt Peach sein kann. Mit Poochie zu Peachy. Ich finde es nicht gut, und da muss ich jetzt hier in meine Hand schlagen, dass Poochie in den anderen Mario-Spielen eiskalt vergessen wird. Wird er nicht, in Mario Odyssey ist er dabei. Scheiß auf Mario Odyssey. Was? Jetzt sagst du gleich noch Scheiß auf Mario Galaxy oder was? Ja. Nee, das ist aber wirklich nicht dabei. Ja, Poochie ist halt meistens in den Yoshi-Spielen dabei, weil wir müssen jetzt einer traurigen Wahrheit ins Gesicht blicken, die nicht stimmt, weil er in Mario Odyssey noch... Nein, weil er in Mario Odyssey noch lebt, aber du musst bedenken, die durchschnittliche Lebenserwartung eines Hundes sind 15 bis 20 Jahre und Mario sieht so aus, als wenn er über 30 wäre, aber in dem Spiel, wo Poochie original vorkommt, Yoshi's Island, ist Mario so ein Jahr alt. Woher kommt Bowsett eigentlich, wird gerade gefragt. Keine Ahnung. Frag mal Dante, der war schon mal in der Hölle. War das nicht so, dass in dem neuen Mario-Spiel irgendwie da dieses Power-Up mit dieser Krone kommt und Toadette zu Peach? Ja, das ist schon so. Und dann haben sich irgendwelche Leute gedacht, boah, geil Bowser. Und, naja, ja. Leute denken sich seit Anbeginn der Zeit, boah, geil Bowser. Mhm. Was sagt in Super Mario 64, was sagt Mario eigentlich, wenn er Bowser dreht und wegwirft? Ich verstehe das bis heute nicht in den Videos. Du verstehst das schon ziemlich richtig. Er sagt, so long, gay Bowser. Ach so. Ich denke, das ist auch, was du verstanden hast, oder? Nein. Was hast du verstanden? Shalom. Ja, er sagt Shalom, gay Bowser. Ach so. Weißt du, einen jüdischen Gruß an den schwulen Bowser. Aber das Bowsett-Meme ist jetzt eigentlich auch tot, so nach einer Woche. Nicht wirklich. Also ich sehe das mittlerweile fast gar nicht mehr. Was soll denn das hier? Ich weiß es nicht. Drück mal den... Vielleicht werden die Stacheln dann zu... Oh. Nee. Geil. Nee, du, Chris, das Bowsett-Meme ist nicht tot, aber es hat sich jetzt verlagert. Es sind jetzt nicht mehr diese Bilder. Jetzt tauchen auf einmal richtig viele Cosplayer auf. Na, war ja klar irgendwo, ne? Also, ganz ehrlich... Ich hab da ja nichts gegen, aber... Wer hat denn gedacht, dass das eine gute Musik ist? Ich nicht. Ich sage, die Musik hier, wenn du hier ein Level schaffst, du schaffst das positiv, aber die Musik sagt dir so, bring dich um, tu es nicht, häng dich auf, der Dachbalken ist stark genug. Ich schwöre dir, wenn ich morgens mit 40 Grad Fieber im Bett liege, aufwache und richtig fett Kopfschmerzen hab, dann fängt das an. Und ich will aufs Klo und ich will was essen, aber es tut alles so weh und ich will nicht mehr. Dann geht das so los. Ja, die Geräusche, die ich dann mache, die hören sich genau so an. Ja, und in HD ist es dann das andere Take, Game Over. Blieb. Was ist denn jetzt los? Oh nein, nicht das Lied.
Woher war das? Na, woher wohl? Aus Zelda. Ich überlege gerade, aus welchem Zelda. 2. Für okay, das danke. NES. Oh nein, ist das schon wieder Leben gekriegt? Hör doch auf damit. Boris? Yeah, Boris! Oh, erstmal eine Hand an den Hintern. Da ja, stehe ich drauf. Du antwortest Spott und Hohn und Boris ist dein Hurensohn. Ja, das Spott und Hohn und eine Hand am Hintern. Becky schreibt, der genaue Ursprung kam von einem Comic auf Twitter, wo Bowser am Ende von Mario Odyssey, als er und Mario einen Korb bekommen haben, diese Peach-Krone benutzt, um sich in eine heiße Freundin für Mario zu fahren und Peach eifersüchtig zu machen. Ja, ich weiß, mir ist das bewusst. Nein, ich meine, das ist nicht Kanan, das ist nämlich eine sexy Waifu. Ja, von Pate, oder? Ja. 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 Aufgepasst, hier kommt die Riesenblase. Du kannst dir nicht entkommen. So eine könnte ich gebrauchen, wenn ich das nächste Mal beim Burger King bin und 3 Liter Mezzo-Mix trinke. Die Riesenblase. Ich hab früher mal gesagt, das ist der Blubber. Klingt wie ein schlechter Hentai. Ja, Sven, du musst nur die richtigen Seiten finden, dann wird's zu einem richtig guten Hentai. So, Leute. Wo wir wieder beim Thema sind, ne? Also ich rede ja gern mit euch und wir sind ja gerade ein paar Stichwörter gefallen. Namentlich Super Mario, Odyssey und Hentai. Und ihr kennt doch die Brudels aus Mario Odyssey. Hör auf, bitte. Allen voran der weibliche Brudel Harriet, ja? Der mit die mit dem scheiß blöden Kettenhund. Nein, das ist die fette Mutter, das ist Mama Brudel. Nee, ich rede schon von der kleinen weiblichen mit den Bomben. Ja. So, und ja, und ich will jetzt niemandem hier irgendwas genau so sagen oder dass ich da irgendwas kennen würde oder so. Aber ich meine, dass es vielleicht mal interessant sein könnte, bei einer 3D-Hentai-Seite vielleicht die Catchwords Mario Odyssey Harriet einzugeben und dann zu gucken, dass da vielleicht eine 1,5-minütige Animation kommt, die echt seltsam war. Und nicht, dass ich das wissen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht passiert, wenn man das versucht. Keine Ahnung, Schoko, das Thema ist jetzt auch wieder gegessen. Bestes Spiel aller Zeiten. Okay. Erstmal mit den Augenrollen. Ich finde super, dass deine Funktion für Augenrollen hat. Wie will ich eben. Itty, der schlechteste Hentai, den ich kenne. Da geht's um ein Mädel, das mit Kindheitsfreund datet und der wird auf ihren Dildo eifersüchtig. Und das ist voll dramatisch, wie sie sich für ihren Freund trennt. Was? Wir wechseln jetzt bitte mal wieder das Thema. Ich meine, ich wäre auch eifersüchtig. Der ist so schön blau. Das schafft meiner nur mit Blutverlust. Was ist das für eine Scheißmusik? Ich verspüre das Bedürfnis, mich im Bier zu ertrinken. Ich möchte gerne einen Stecker in seine Nase stecken. Ja, ich auch. Guck mal, jetzt kommt Welt 2, vielleicht wird das ja anders. Ist das die Endmusik von Mario Kart für Super Nintendo? Wenn du abgewinnst? Ich kann ja auch, stimmt ja, Moment, Leute, passt mal auf. Und Pucci unten rechts in der Ecke. Dem geht's gut, solange er sein Ei hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Spielen jetzt! Nein, ich geh mich aufhängen. Spielen jetzt. Kann ich mich bitte... Tschüss, ich geh. Das sah doch jetzt schon besser aus als die erste Welt, Chris. Nee, der Kettenhund hat's mir gegeben. Keckenhund. Der Hettenkund. Nein, lass es. Oh, das ist ja ein schönes Level. Das ist ein schönes Level. Nee, das habe ich nicht gesagt. Oh, scheiße. Tschüss. Wäre jetzt zu schön gewesen. Ja, Prost. Deine Mutter ist echt eine nette Frau, Chris. Ja, ich weiß. Was kriegst du eigentlich zu hart zu dem Hack? Am Ende stellt sich wieder raus, dass der Ersteller Deutsch und eure Videos sind. Da kriegt der was! Das ist Mavo, der hat sich umbenannt. 1A. Und ja, wir trinken, Domikiri. Wir trinken eigentlich normalerweise immer einen Schluck, wenn wir sterben bei Mario Hack. Das lassen wir heute mal gut sein. Wie jetzt? Ich mach das die ganze Zeit. Ich hab mein Bier schon leer gemacht. Ja, ich auch. Ich bin schon beim zweiten. Ich muss mich gleich jetzt holen. Dann hol dir mal kurz eins. Du bist doch gar nicht dran.
Genau, und wir stellen das auf YouTube Nili. Und ich weiß nicht, ob wir es in voller Länge hochladen sollen, weil ihr findet das ja immer scheiße geil, aber ich glaube, ich schneide es zusammen, damit es noch lustiger, wenn wir wirklich nur die richtig geilen Szenen aneinandergereiht haben. So wirklich 5 Minuten geballter. Was? 5 Minuten. Was? Ist das nicht schon mal passiert? Wie so vieles im Leben ist dies schon einmal passiert. Truth fliegt einfach übers Level drüber. Weil der Hackersteller vergessen hat, oben Blöcke einzufügen. Was ein Trottel. Da kann ich ja gar nicht rein. Ja. Und wieder macht die Schwerkraft mir einen Strich durch die Rechnung. Verflixt seist du, leckeres Tiramisu. If it weren't for this meddling kids and their Schwerkraft. Das heißt auch nur Schwerkraft, weil das Spiel nicht leichter wird dadurch. Was wird leichter? Das Spiel nicht. Deswegen heißt das Schwerkraft, weil es nicht leichter wird. Ach so. Was ist schon mal passiert? Hier ist so einiges schon mal passiert, Nihili. Wenn du das nicht weißt, was hier schon mal passiert ist, dann solltest du dir dringend die anderen 8 Tags, die wir mit Chris gespielt haben. Wieso, was ging es denn gerade eben? Weiß ich nicht. Mir geht es bloß darum, dass schon mal einiges passiert ist. Ach so. Ich sehe das nicht ein, in diese Röhre zu gehen. Ach, jetzt geht's auf einmal. If it weren't for this meddling kids. Yeah, meddling kids! Go to school, don't do drugs. And stay hydrated. Hydrid! Hydrid klingt irgendwie wie so eine norwegische Form von Ingrid. Und ihr wisst ja, wer Ingrid hieß. Meine Tante, richtig. Ich hab die Playlist schon mal durchgesehen, aber kann mich an das meiste nicht erinnern, sei froh. Das ist eine der besten Playlists auf YouTube. Ist ja, schade, dass sie so wenig Klicks hat. Es tut mir leid, es tut mir auch echt leid, Leute, dass ihr alle bei mir Civ guckt, was da irgendwie so tausende Klicks hat, aber den Spaß hier verpasst ihr. Nee, echt nicht. Ja, das Bildungswahnsinn verpasst ihr. Das Beste vom Besten. Ja. Und jetzt? Haben wir gewonnen. Ente.